Die Sonne wird dich verbrennen. Hell zeigt ein beängstigendes Endzeit-Szenario. Im Jahr 2016 hat die Sonne alles verbrannt. Ohne Wasser kämpfen die Menschen ums nackte Überleben. Science-Fiction aus deutscher Feder. Jungregisseur Tim Fehlbaum hat es gewagt. Mit beratender Unterstützung von Roland Emmerich schuf Fehlbaum einen beeindruckenden Thriller. Von der Idee her, dieses Drehbuch zu schreiben, bis dann tatsächlich der erste Drehtag war, sind vielleicht 3 Jahre vergangen. Ich finde es erstmal spannend, weil man so Genrefilme in Deutschland ja gar nicht kennt. Und, ich habe es gelesen und fand es super, habe sofort durchgelesen, aber war ein bisschen, wie setzt man denn sowas jetzt um? Tim Fehlbaum entschied sich für Tonnen von feinem Staub und gab so dem Film seinen einzigartigen Look. Die Mischung aus Staub und Sonnenstrahlen ließ das gleißende Licht entstehen, das die tödliche Hitze im Film so glaubhaft macht. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran. Was soll es da oben denn noch geben? Ausschlaggebend für die perfekte Umsetzung der Geschichte war auch die Wahl der Drehorte. Dafür reiste das Filmteam bis nach Korsika. Hier drehten sie in einem abgebrannten Waldgebiet Schlüsselszenen, die für die Endzeitstimmung des Films entscheidend sind. Hell zeigt Tim Fehlbaums Sicht auf eine bedrohliche Zukunft, im wahrsten Sinn des Wortes. Denn er arbeitete nicht nur als Regisseur, sondern stand auch hinter der Kamera. Ich habe bei meinen Kurzfilmen bisher auch oft selber die Kamera gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich so das fast besser beurteilen kann und näher dran bin. Ich finde, er hat ein unglaubliches Gefühl für, ja, also wie er visuell auflöst, was er für ein Timing hat, für Verspannung, wie er das aufbaut. Eigentlich sollten alle Regisseure selber filmen, finde ich. Das ist irgendwie was anderes. Hätte ich nie gedacht, aber es ist tatsächlich so. Es ist physisch schon sehr anstrengend. Also es ist auch gerade das noch Kamera machen. Am Ende von so einem Drehtag ist man kaputt. Also ist schon anstrengend. Aber es macht dann bei aller Anstrengung am Ende des Tages dann doch immer Spaß. Also eigentlich möchte ich gar nicht, dass es aufhört. Die Mühen haben sich gelohnt. Fehlbaums Kinodebüt überzeugt durch eindrucksvolle Bilder und eine Geschichte, die unter die Haut geht. Hell ab 22. September im Kino.